Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Ah, die ist nicht nur große Problem, sondern auch sehr teure Problem. Ja, eine neue Schlosssee kostet knappe 1000 Euro. Was, 1000 Euro? Das kann doch nicht sein. Ich such dich schon überall. Du sollst... Oh, was ist denn da bei Linus los? Die stehen da ja immer noch vor der Tür. Ich dachte, die wollten sich fertig machen. Ja, das dachte ich auch. Ich hab doch auch so Hunger. Ja, irgendwie gehen die gar nicht ins Haus. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Mensch, das kann doch nicht sein, dass der Schlüssel weg ist. Ich weiß ganz genau, dass ich ihn hier heute Morgen reingesteckt habe. Unter das Handtuch. Ach, das gibt's doch gar nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Ach Mann, ich hab so doll Hunger. Och, wo ist denn dieser Schlüssel? Ja, Sophia, das kann gar nicht sein. Ich habe das doch gesehen, dass du den da heute Morgen reingesteckt hast. Irgendwo muss der doch da sein. Guck noch mal ganz genau nach. Nein, der ist da nicht. Lukas, komm bitte noch mal einmal her und dreh dich um mit deinem Rucksack. Vielleicht ist der Schlüssel da ja doch irgendwo. Der muss doch da irgendwo sein. Ach, das kann doch wirklich nicht sein. Es ist hier einfach kein Schlüssel zu finden. Ach Mann, Emma, du stinkst auch so doll. Hättest du nicht ein bisschen später in die Hose machen können? Och, echt widerlich. Also, Hanna und Nele, ich warte die ganze Zeit auf euch. Hanna, du sollst jetzt endlich duschen, wir wollen doch jetzt gleich Pizza essen. Mutti, guck mal, da ist irgendwas bei Sophia los. Die gehen gar nicht ins Haus. Ach, das glaube ich jetzt wieder nicht. Die sind nur am Rumtrödeln. Was stehen die denn da immer noch vor der Tür? Wir waren doch jetzt gleich verabredet. Ach, unglaublich. Warum gehen die denn nicht ins Haus? Ja, irgendwie ist das ganz komisch. Die stehen da schon die ganze Zeit. Sag mal, Sophia, ist alles in Ordnung bei euch? Ihr steht da ja immer noch vor der Tür. Wir wollen doch gleich Pizza essen. Ach, Clara, ob du es mir glaubst oder nicht, ich finde einfach den Schlüssel nicht von dem Ferienhaus. Er ist nirgendwo zu finden. Ich habe jetzt schon alles durchgesucht, aber ich finde keinen Schlüssel. Das kann doch nicht sein. Clara, kann es vielleicht sein, dass der Schlüssel irgendwie bei euch gelandet ist? Beim Einpacken oder irgendwie so? Kannst du vielleicht mal schauen gehen? Ja, klar, Sophia, ich gehe sofort rüber und schaue, ob bei uns der Schlüssel gelandet ist. Ja, und Clara, hast du einen Schlüssel gefunden? Nee, also bei uns ist kein Schlüssel, nur unser eigener. Das verstehe ich nicht, Sophia. Der kann doch nicht einfach so weg sein. Lass mich nochmal schauen, Lukas. Vielleicht habt ihr ja irgendwie jetzt was übersehen durch die Aufregung. Wo hast du den Schlüssel denn von hingetan, als du dir Kaffee holen warst? Ja, genau, Lukas. Du warst vorher nochmal unterwegs und hast dir Kaffee geholt. Nicht ich habe den Schlüssel zuletzt gehabt, sondern du. Ich hatte den Schlüssel doch gar nicht. Also den habe ich da wieder hingetan. Natürlich hattest du den Schlüssel zuletzt. Du bist doch nochmal zurückgegangen, weil du deine Kaffeekanne vergessen hast. Lukas, wo hast du den Schlüssel hingetan? Mach jetzt hier bloß keinen Ärger. Ja, ich hab den doch da hingetan. Ich hab meinen Kaffee getrunken und dann bin ich schnell ins Wasser, weil ihr alle da wart. Ach Mann, Lukas, aber wo hast du ihn hingetan? Ja, da irgendwo, wo die Taschen lagen wahrscheinlich. Ich wollte einfach schnell mit euch ins Wasser. Das war ja auch so warm und ihr wart alle im Wasser und ich wollte halt auch ins Wasser. Nele, du gehst jetzt sofort bitte mit Linus an den Strand und guckst, ob ihr da irgendwo den Schlüssel findet. Anscheinend hat Lukas den ja wohl einfach unachtsam in den Sand geworfen. Oh Mann, Nele, hoffentlich finden wir jetzt den Schlüssel. Meine Mama wird, glaube ich, gerade ganz schön sauer. Schau mal, ich glaube, hier war unser Platz, oder? Ja, genau, hier sieht man noch die Abdrücke von unseren Handtüchern. Und Nele, hast du was gefunden? Nö, leider gar nichts. Vielleicht fragen wir mal die Bademeisterin, ob sie was gesehen hat. Ja, sie stehen hier schon eine paar Minuten vor die Türe. Gibt es ein Problem? Ja, ein ganz kleines Problem könnte es eventuell geben. Ah, Sie machen Urlaub. Bitte nichts Problem hier. Wie kann ich Ihnen ein bisschen helfen? Ja, also folgendes Problem. Mein Mann hat, glaube ich, den Schlüssel fürs Ferienhaus verloren. Oh, du meine Güte, das ist ein sehr großes Problem. Das ist nichts gut. Ja, also so schlimm ist das jetzt auch nicht, Frau Hotelmeisterin. Also, das ist ja auch nur ein Schlüssel. Lukas, jetzt sei bitte ruhig. Ah, nichts nur Schlüssel. Dies ist eine sehr, sehr wichtige Hochsicherheitsschlosse, damit die Sachen von unseren Urlauber immer schön sicher. Ich muss sie melden, meine Chefin. Das wird sehr teuer. Ja, was heißt denn sehr teuer? Also, ich habe den Schlüssel ja nicht mit Absicht verloren. Hallo?
Hier ist da eine Probleme, bitte in, Ferienhaus 102. Bitte kommen Sie schnell. Ach, Lukas, ey, jetzt haben wir nur wieder Ärger, nur weil du so unachtsam warst. Wie kannst du denn so mit dem Schlüssel umgehen? Das haben die uns 100-mal gesagt, dass sie den auf keinen Fall verlieren dürfen. Ach, Sophie, ich habe das doch nicht mit Absicht gemacht. Tut mir echt leid. Weißt du, was auch sein kann? Dass dein Papa vielleicht den Schlüssel in der Hosentasche hatte und er schwimmen gewesen ist und jetzt ist der Schlüssel hier irgendwo im Meer. Ach du meine Güte, das wäre ja schlimm. Hallo, Frau Bademeisterin, ich habe mal eine kleine Frage. Verstehen Sie mich überhaupt? Wir haben unseren Schlüssel hier verloren. Ist vielleicht irgendwas abgegeben worden? Oh je, ich verstehe dich sehr gut. Nein, bei mir leider nichts abgegeben worden. Aber wenn was abgegeben wird, ich gebe in die Büro ab. Ist das eine Deal? Vielleicht, du fragst auch nochmal bei die Surflade nach. Die Frau sehr beliebt hier am Strand. Ah, das ist eine gute Idee, da frage ich mal nach. Danke, du bist sehr lieb. Hallo, dürfen wir dich mal was fragen? Natürlich. Ihr wollt leihen eine Surfbrett? Jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt die Feierabend, aber morgen. Du kannst kommen um 10 Uhr und ich bin wieder da. Nein, unser Schlüssel ist weg vom Ferienhaus und ich wollte fragen, ob vielleicht jemand den bei dir abgegeben hat. Ja, hallo, Sie haben ein Problem mit unserem Ferienhaus. Bitte, was? Ich stimmte nicht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, die Herrschaften, die haben ihre Schlüssel verloren von dem Ferienhaus. Sie können nichts finden. Das ist ein großes Problem. Ah, die ist nicht nur ein großes Problem, sondern auch ein sehr teures Problem. Ja, eine neue Schlüssel kostet knappe 1000 Euro. Was? 1000 Euro? Das kann doch nicht sein. Also... Nee, so teuer kann auch so ein Schloss gar nicht sein. Sie veräppeln mich doch jetzt, oder? Nee, nix veräppeln. Dieses Schloss ist sehr teuer, weil Elektro und alles Gute gesichert hier in unserer Anlage. Wir wollen keine Diebe. Ja, ich funke bei Angelo durch. Er solle bringen neues Schloss und diese Haus aufmachen, damit die Herrschaften haben eine schöne Urlaub bei uns. Hast du das gehört, Clara? 1000 Euro, die spinnen ja wohl ein bisschen. Unser schönes Urlaubsgeld. Ja, da sagst du die Angelo Bescheid, er soll bitte kommen und mit dem neuen Schloss. Aber 1000 Euro, ich bitte Sie, das ist doch wohl ein wenig übertrieben. Ja, wir haben den Schlüssel leider nicht gefunden, am Strand ist nichts. Ja, den tut ihr mir leid, denn wir müssen dieses Schloss aufbrechen und ein neues Schloss reinmachen. Das kostet 1000 Euro, bitte. Ja, aber 1000 Euro, das ist doch viel zu viel für ein Schloss. Also Sie können mir doch nicht erzählen, dass dieses Schloss 1000 Euro kostet. Als Sie hier angekommen sind, Sie haben unterschrieben, dass Sie gut aufpassen auf die Schlüssel. Oder haben Sie nicht unterschrieben? Doch, die Herrschaften haben unterschrieben. Das ich weiß ganz genau. Sie? Ja, du Angelo, du musst kommen bitte zu Ferienhaus 102 und bringe bitte ein Schloss mit. Hier, die Herrschaften haben die Schlüssel verloren. Also mir tut es sehr leid, aber ich nicht mehr mit Ihnen diskutieren. Sie haben Schlüssel verloren, Sie haben Fehler gemacht. Wir müssen jetzt ausbaden. Nun wird Ihr Schloss gewechselt. Für 1000 Euro bitte. Du meine Güte, wie riecht Emma denn? Oh, die muss aber unbedingt meine neue Windel haben. Also 1000 Euro für ein Schloss, die wollen uns ja nur ausnehmen. Sie haben wohl einen Vogel. Wissen Sie was, ich gehe jetzt selber nochmal am Strand gucken. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, wir kommen mit. Ja, hier vorne haben wir gelegen, oder? Ja, genau, Linus, hier haben wir gelegen. Das gibt's doch gar nicht, da muss doch der Schlüssel hier irgendwo sein. Wenn du mich fragst, Sophia, die spinnt total. Da gucke ich dann nochmal, ob wir das wirklich so unterschrieben haben. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so sauer auf Lukas, dass er da so unachtsam mit umgegangen ist. Aber aufregen lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist der Schlüssel weg. Tut mir leid, dass die Schlüssel ist weg. Nicht meine Fehler, sondern ihre Fehler. Ja, das haben wir jetzt schon verstanden. Wir warten jetzt schon ganz schön lange. Ich habe leider nichts Zeit mehr. Deshalb, wir machen jetzt die Türe auf. Ich habe jetzt gewartet, ob ihre Mann findet die Schlüssel. Er wird sie nicht finden am Strand. Von daher, Angelo, bitte mache jetzt die Türe auf und baue auch eine neue Schlosse bitte ein. Ja, ich mache die Türe auf und ich baue auch gleich eine neue Schlosse ein. Chefin. So, ich breche jetzt die Schlosse auf, ja. Dies kostet 1000 Euro, ja. Eine schöne Urlaub wird das, auf jeden Fall. Also, wir können ja auch noch Stunden suchen. Ich glaube nicht, dass wir den Schlüssel finden. Ja, Nele, ich habe hier auch wieder nichts gefunden. Das ist so blöd. Ja, entschuldigen Sie mal bitte, aber ich beobachte das Ganze schon eine ganze Zeit lang. Suchen Sie irgendwas, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe den Ferienhausschlüssel verloren. Ich bin nochmal so ein Depp. Ja, und jetzt soll das 1000 Euro kosten. Und ja, wir wollten gucken, ob ich den vielleicht hier irgendwo verloren habe. Sie haben nicht zufälligerweise etwas gefunden, oder? Irgendwo muss der doch hier sein, wenn wir den hier verloren haben. Den hat auch keiner mitgenommen, oder? Ich hab ihn, ich hab den Schlüssel. Da habt ihr aber wirklich Glück im Unglück. Vielen Dank, dass ihr uns suchen geholfen habt. Ich
gebe euch allen morgen einen aus. So, jetzt aber ganz schnell zum Hotel, bevor die wirklich noch die Tür aufbrechen. Zoe, hier ist Ihre neue Schlüssel, bitte. Ja, viel Spaß damit und einen schönen Aufenthalt. Ja, das mit die Rechnung klären wir dann morgen. Ja, wir haben den Schlüssel. Machen Sie bloß die Tür jetzt noch nicht auf. Hier ist er, wir haben ihn gefunden am Strand. Das ist ja super, aber jetzt ist es leider zu spät. Die Tür ist schon aufgebrochen worden. Genau, jetzt die Tür ist auf und ja, die 1000 Euro müssen ja bezahlt werden. Ja, aber jetzt kommt, wir haben noch den Schlüssel gefunden und das Schloss ist doch auch so noch okay. Ihr habt das ja einfach so ausgebaut. Das könntet ihr ja theoretisch nochmal benutzen. Ja, da muss ich meinem Mann jetzt leider recht geben. Also ihr habt tatsächlich das Schloss einfach ausgebaut. Das habe ich genau gesehen. Also ist es auch noch intakt. Ja, diese Schloss ist auf jeden Fall noch intakt. Könnte benutzt werden und ja, als die Notfallschloss für nochmal so eine Falle. Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, bitte. Die Herrschaften, sie könnten uns auch ein bisschen Trinkgeld geben, ja, für die Unannehmlichkeiten. Dann, wir könnten vielleicht die Augen alle, ja, zumachen oder wie sagte man, zudrücken. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ich finde, für jeden 50 Euro ist der angemessen für die Arbeit. Also komm, 50 Euro, also, ja, da reden wir dann nochmal drüber. Ja, hallo Kinder. Ach, da hatten wir aber Glück gehabt mit dem Schlüssel, oder? Wollt ihr noch mehr Geschichten aus Italien, dann lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unser Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr von uns. Und hier vorne verlinken wir euch noch ein paar andere Videos von uns. Ja, wir wünschen euch noch einen tollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!